Servus Leute, hallo YouTube, ich bin der Tobi, das ist das Kochspiel. Wir machen heute Donuts oder Krapfen oder Auszunge, je nachdem welche Form, je nachdem aus welcher Region ihr kommt. Der Teig ist relativ identisch, klar variiert er so ein bisschen, aber grundsätzlich kann man aus dem einen Teig eine ganze Menge machen. Viel Spaß beim Zuschauen, jetzt erstmal ins Intro, danach wird nochmal ein bisschen drüber geplaudert. Ich wünsche euch viel Spaß, bis dahin. Ciao, ciao. Kochspiel. Freunde, wie schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei dem kleinen Krapfen-Video. Hier wird noch ein bisschen Mehl durchgesiebt, das ganz normale 405er Weizenmehl ist das. Und ich habe schon eine kleine Mischung vorbereitet, und zwar aus Milch, Hefe, Butter, Zucker, bisschen Salz, ja, ein bisschen Vanille ist auch noch mit drin. Und ja, Zitronenzeste kommt natürlich auch in meine Krapfen, beziehungsweise in meine Donuts, selbstverständlich. Es wird nämlich beides heute gemacht, beides wird hergestellt. Krapfen ein bisschen, naja, ein bisschen anders wie sonst, aber lass dich überraschen. So, also, Zitronenzeste ist drin. Jetzt kommen die Eier dazu. Das Rezept zu diesem Video habe ich dir selbstverständlich diesmal definitiv in die Videobeschreibung mit eingefügt. Denn, ja, Süßspeisen brauchen unbedingt Rezept. Die anderen Videos, du weißt es, ja, guck dir das Video an. Mach vielleicht einen kleinen Screenshot von dem Warenkorb, den ich dir am Anfang immer zeige, und der Rest, naja, der Rest erledigt sich eigentlich fast von selbst. Eigelbe kommen dazu und ganze Eier. Und jetzt, ja, jetzt ist die Milch mit der Hefe, der Butter und den anderen Zutaten schon richtig schön warm geworden. Die Hefe, ganz wichtig, die darf natürlich nicht heiß werden. Also in dem Moment, wo du merkst, dass die Butter schmilzt, also so bei 40 Grad roundabout, ja, dann weißt du, dass die Hefe auch wegschmilzt. Dann rührst du ein bisschen, bist ein bisschen behutsamer und dann funktioniert es auch tadellos. Wird die Hefe zu heiß, naja, dann stirbt sie sozusagen und es geht nichts mehr auf, und naja, das wäre halt schade um die schönen Zutaten. Von dem her bitte ganz vorsichtig dich rantasten von der Temperatur, am besten ja ganz weit unten starten. So, und jetzt ist der Grundteig schon mal fertig. Der ist richtig feucht noch, aber ich mag es ganz gern, wenn der Grundteig noch etwas feuchter ist. Das mache ich bei der Pizza unter anderem auch so. Dann hat nämlich die Hefe nicht so viel zu tun. Also die Hefe, die kommt dann ganz locker und lässt sich durch. Und etwas später, wenn der Teig das erste Mal aufgegangen ist, wie wir es hier nämlich haben, der ist um die Hälfte, ist der jetzt aufgegangen. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, aber um die Hälfte ist er aufgegangen. Jetzt packe ich ihn nochmal in etwas Mehl rein und jetzt wird er nochmal richtig fest durchgeknetet. Und zwar bis zu dem Punkt, wo er einfach nicht mehr klebt. Und dann hat er die optimale Konsistenz. So, jetzt wird noch geknetet. Danach kommt der Teig wieder zurück in den Ofen. Bei um die 45 Grad habe ich den immer eingestellt. Kannst auch 50 Grad machen, vor allen Dingen, wenn du keinen digitalen Ofen hast, dann ist das alles so ein bisschen Auge mal Pi, aber so um die 50 Grad ist auch noch okay. Optimale Temperatur bei der Hefe sind 37 Grad, genau, also, aber 50 Grad machen mir auch nichts aus, umso schneller geht sie auf. Genau, jetzt wird hier noch ein bisschen durchgeknetet und dann kommt der Teig zurück in den Ofen. Für eine weitere halbe Stunde würde ich sagen, ja, halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem. Und dann, ja, dann werden hier die wunderbaren Donuts ausgestochen und im Anschluss werden Krapfen gemacht. Und eigentlich gibt es dazu jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich würde sagen, lasst uns ein bisschen Musik hören, oder? Ganz zum Schluss komme ich nochmal dazu, dann wird nochmal ein bisschen geplaudert und ganz, ganz, ganz zum Schluss, ja, du weißt es, wird sowieso noch geplaudert. Also, viel Spaß jetzt noch bei dem weiteren Video, genießt die Musik und ja, bis gleich. Say you love me, say you like you mean it, cause lately I've been wondering if we should be together. Tell me how you feel, it's now or never, but
yelling at me for something I didn't even do. Making it so hard for me, and I think I need a vacation. Cause all we ever do now is complaining. And I've been getting tired of it lately. Feels like we're battling. Maybe it's better if we're on our own. For something I didn't even do. Making it so hard for me, yeah, I think I need a vacation. Cause all we ever do now is complaining. And I've been getting tired of it lately. Feels like we're battling. Maybe it's better if we're on our own. Of it lately, feels like we're battling. Maybe it's better if we're on our own. And I knocked down all of your marbles, but you did not seem to mind at all. We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach. And one thing you said was, listen, a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. It came very sudden the day when we moved away from what had been our homes. And forever I was scared. Far apart.
Freunde, und hier bin ich wieder. Ja, so einfach ist das, oder? Ja, natürlich. 1, 2, 3 kleine Schnitte waren dazwischen und auch 1, 2, 3 Mal habe ich ein bisschen vorgespult. Aber das Resultat, darum geht es doch. Und das sind sie. Die Donuts und die Krapfen und diese kleinen Ausstecher, diese kleinen Sternausstecher, das sind diese kleinen Kugeln. Die habe ich natürlich auch ausgebacken. Es darf da nichts verkommen. Das ist alles unfassbar, unfassbar lecker. Und das musst du unbedingt mal ausprobieren. Natürlich kannst du die Donuts mit einer Glasur versehen, Schokolade, Zucker, wie auch immer, aber einfach nur in Zimtzucker gewälzt. Machen die auch unfassbar viel Spaß. Jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Nachmachen. Probier es unbedingt aus. Bleib noch kurz dran, denn jetzt wird noch ein bisschen geplaudert. Ich bin der Tobi, das Kochspiel. Ciao, ciao. Das waren sie, die Krapfen oder die Donuts, je nachdem. Waren echt lecker. Kleiner Tipp noch, wenn du am nächsten Tag noch ein bisschen was übrig hast, was ja ab und zu doch mal der Fall sein sollte, weil du dich doch ein bisschen verschätzt hast, ein bisschen zu viel gemacht hast, und am nächsten Tag sind die Donuts kalt und ein bisschen fest, dann ist das gar kein Problem. Pack die einfach für 10-15 Sekunden kurz in die Mikrowelle und dann werden sie wieder richtig schön fluffig, richtig schön locker, flockig, richtig schön leicht, und dann sind sie perfekt zum Frühstück. Ansonsten ist ein Donut bestimmt den Aufwand wert, garantiert. Und wenn du diesen Teig, anstatt dass du ihn süß machst, ihn salzig machst, dann kannst du daraus auch wunderbare Pita-Brote machen oder Naan-Brote, je nachdem. Also das ist ein Teig, der ist so universell und der macht so viel Spaß, auch das Kneten, auch die Struktur des Teiges. Das ist wirklich eine schöne Sache, das solltest du echt mal ausprobieren. Ich glaube, selbst Burger-Buns kann man damit perfekt herstellen. Probier das doch mal. Selbstgemachte Burger-Buns. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, dir geht's gut, du bist wohlauf. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Schalt wieder ein, sei wieder dabei. Und wenn du Bock hast, wie immer, Abo, Daumen nach oben vielleicht, wenn es dir gefallen hat. Bis dahin, bin der Tobi, das Kochspiel. Ciao, ciao.